Okay. Ein Schweinerückensteak mit einer Senf-Zwiebelkruste. Okay? Fleisch schön anbraten und jetzt logischerweise Zwiebelkruste, schöne, viele, frische Zwiebel. Oder es gehen natürlich auch diese Bolognese, Schalotte, also diese feinen Zwiebel. Die Schalotte ist sehr, sehr, sehr lecker, ja? Und ich verwende die gern. So, und wenn man ordentlich von diesen Schalotten geschnitten hat, dann werden die in der Pfanne angebraten. Aber erst brauchen wir noch ein schönes Stück Butter. Okay, also Fleisch anbraten, ja, dass es so ein bisschen Farbe hat. Und dann zu dieser schäumenden Butter die Zwiebel dazu. Und jetzt richtig schön anbraten, ja, dass die Zwiebel Farbe kriegen. Das ist so, ich würde mal sagen, so ein deftiges, kräftiges Gericht mit unfassbar viel Geschmack. Und man braucht etwas Geduld, aber dazu komme ich gleich noch. So, in der Zwischenzeit mache ich einen Papaya-Gurkensalat. Und für die Gurken brauche ich eine schöne, leckere Gurke. Und die Gurke wird halbiert. Dann kommt das Kerngehäuse raus. Und dann wird diese schöne Gurke in Würfel geschnitten. So. Mal ganz anders. Und immer schön die Zwiebel und das Schweinerückensteak im Auge behalten. Und es heißt ja Blitzrezepte. Ja, also jetzt nicht, dass ich hier wahnsinnig schnell agiere, aber ich habe nicht ganz so viel Zeit. Die Papaya. Das ist ja wirklich eine Gabe Gottes. So eine schöne Papaya, schau mal, die ist schön weich, reif. Ja. Ist eine Flugware, die kostet etwas Geld, muss ich gleich dazu sagen. Aber die ist natürlich kulinarisch ganz weit vorne. So, die Schale weg, einmal. Ich zeig's nochmal. Schön mit einem dicken, großen Messer unten entlang schneiden. Dann ist die Schale weg. So. Oh, da ist ein bisschen Schale dran. Die wollen wir nicht. Okay. So. Und jetzt kommt zu den Zwiebeln der Senf. Achtung. Ich habe hier leckeren Senf. Altenburger. Ja, da gibt es einen Rumsenf, einen Gin-Senf und einen Whisky-Senf. Komm, den nehme ich jetzt mal. Der Rumsenf. Boah, sehr geil. Lecker. Und jetzt einen großen Esslöffel Senf hier rein. Oder eineinhalb Esslöffel. Der hat so eine schöne Schärfe. Und den Senf jetzt mit den angerösteten Zwiebeln nochmal anbraten. Freunde, das ist wirklich sehr genial. In meiner Lehre habe ich das öfters gemacht. In der Art Strindberg heißt da die klassische Zubereitung. Wird ein bisschen anders gemacht. Ich mache das so. Das Fleisch ist schön angebraten. Und jetzt kommt die Zwiebelgeschichte mit dem leckeren Senf auf das Steak und obendrauf kommt jetzt noch etwas Parmesan. Hier das mediterrane Gold mit meiner Zauberreibe gerieben. Und so richtig ordentlich was drauf. So. Okay. Bisschen frisch gemahlenen Pfeffer noch. So. Und jetzt ab unter den Grill, 3 Minuten und dann mache ich den Salat fertig. Bis gleich. Boah, heiß, boah, das riecht geil. Sehr schön. So, das Fleisch lasse ich jetzt hier ein bisschen gemütlich ruhen. Und jetzt zum Salat. Achtung, das heißt der Blitzrezepte. Etwas Creme Double, Creme Fraiche, Sour Cream, bisschen was von meiner hausgemachten süßen Chili-Soße. Dann kommen die Salatgurken und die Papaya rein. Und jetzt ganz wichtig, Salz und, ich würde mal sagen, die doppelte Menge Zucker. So, und das war's eigentlich schon. Und das kann ruhig so ein bisschen, ja, kompakt sein, ja, dass es so ein bisschen, dass die Papaya so ein bisschen weich wird. Schön. Anrichten.
Oh, das ist... Oh Gott. Hey, meine Lieben, ich sage euch, das ist sowas Feines, das ist sowas Leckeres. Und jetzt den schönen Salat noch dazu. Das ist so ein bisschen... Ach nee, komm, das machen wir ganz anders. Ich mache das so. Das komische Schälchen da. Wie sieht es mit eurem Appetit aus? Meiner ist groß. Ja, ja, Gott, der Kameramann hat immer Appetit. So, obendrauf, komm, geben wir hier noch ein bisschen frisch geschroteten Pfeffer auf alles. So, haben wir noch eine optische Komponente. So, kocht es nach, ja? Schönes Steak mit einer Senf-Zwiebelkruste, leckeren Salat, Papaya, Salatgurke und gutes Dressing. Guten Appetit!